Die dann in 2 Esslöffel lauwarmer Milch auflösen und in 3 Esslöffel Mehl anrühren. 15 Minuten gehen lassen. Das Mehl in eine große Schüssel geben. Aufgegangene Gamm zerlassene Butter, Eier, Zucker und lauwarme Milch dazugeben und gut vermischen. Mit dem Kochlöffel so lang geschlagen, bis sich der Teig vom Kochlöffel löst, danach 2 Stunden rasten lassen. Die Zwetschgen waschen, entstielen, mit einem Kochlöffel die Kerne her ausdrücken und jede Zwetschge mit je einem Stück Würfel Zucker füllen. Den Teig in 20 Stücke teilen und diese auseinanderziehen. In die Mitte jeweils 1 Zwetschge setzen, mit dem Teig umhüllen, die Teigränder gut zusammendrücken und die Buchteln in eine ausgebutterte bemehlte Backform schlichten. Die Buchteln mit flüssiger Butter bestreichen und zugedeckt noch einmal ca. 15 Minuten gehen lassen, danach ein weiteres Mal mit flüssiger Butter bestreichen und im Backofen bei 180 ca. 40 Minuten backen. Die halb ausgekühlten Buchteln auf Tellern anrichten und mit Staubzucker bestreut servieren. Zutaten für etwa 20 Stück: 40 Gramm Gamm, 250 Milliliter lauwarme Milch, 600 Gramm Mehl, 100 Gramm zerlassene Butter, 2 Eier, 100 Gramm Zucker, 20 Zwetschgen, 20 Stück Würfel Zucker, Butter und Mehl für die formflüssige Butter zum Bestreichen, Staubzucker zum Bestreuen.